Guten Morgen, 10 Uhr, Flowrider Motorloft. Ich bin euch ein Update schuldig. Vielleicht das Kabel vom Gasgriff einen weckert. Doch ein teurer Sturz, Kühler kaputt. So, da stehen die Dinger. Guckt euch an. Von Florian Halt, die CBR Fireblade. Die haben keinen Sturzsensor. So, das ist, gibt's nicht. Ja? So, mein Helm. Den habe ich ja direkt nach 3 Wochen weggeschmissen. Moin, Alter, bist schon fleißig. Steht es um die V4S? Was ist alles kaputt gegangen beim Unfall? Wie sieht's aus? Was steht jetzt an? Wie geht's mir? Ne? Also nach dem Crash in Aragon kam ja kein weiteres Video. Ich hatte zwar noch was gefilmt, aber irgendwie war das auch alles so ein bisschen zusammenhanglos. Und ja, dann habe ich eigentlich den ganzen Tag nur geschraubt und auch ja, ab und zu mal geflucht. Und ihr kennt das ja, ne? Also das Übliche. Deswegen würde ich sagen, wir gucken uns das Ding jetzt mal an. Es ist viel passiert. Es ist 2 Monate später. Ne? Und was war alles kaputt? Wir haben nämlich noch viel hier gefunden, was eigentlich gar nicht so erstmal auf den ersten Blick ja, klar war. Und boah, Elektronikfehler, Kühler kaputt und doch mehr als man dachte und dann doch nicht. Und naja, wir gucken uns das gleich mal an. Ich baue erstmal ein Käffchen, dann gucken wir, was der Flo da drin so treibt und schauen mal, was der sonst an schönen Mopeds hat. Er hat nämlich ein paar neue Mopeds bekommen, auch Rennmopeds. Sehr geil. Gucken wir uns gleich mal an. Ich würde sagen, wir gehen mal rein. Da oben steht's. Flowrider am Samstag. Beste. So, wir gehen hoch ins Raceland. Hinter mir seht ihr schon. Neue Mopeds gekommen. Sollen wir erstmal durchgucken, bevor wir zur Panik gehen? Ich würde sagen, ja. Also 909 SR 1199. So, aber jetzt kommt's. Bam! Vom Florian Halt. Die CBR Fireblade. Boah, vom Holzhauer aufgebaut. Ja, ist wild. Ist noch nicht verkauft, aber sind schon viele am Buhlen. Wir haben natürlich auch schon viel Auge gemacht, was das Ding so hat, wie es verbaut ist. Ja klar halt, ne? Schnellverschlüsse hier halt, ne? 2D, Fahrwerkskontrolle und sowas alles drin, Bremsscheiben, Schmiedefelgen, hier auch alles in Sachen irgendwie verlegt, aber halt alles sauber, ne? Also Ausgleichsbehälter, hier dann schon Gabelbrücke, dann diese Antiversteller drauf und sowas hier. Ist schon ein geiles Teil, Tankverlängerung. Also schon wirklich ein Highlight-Bike, muss man sagen. Vor allen Dingen ist krass, wie leicht es ist. Also gefühlt wiegt es die Hälfte von der Panigale. Das ist so krass. Also Carbonverkleidung, gut, aber das ist auch alles ein Kinderspielzeug. Das braucht man eigentlich nicht, weil gerade wenn man es wegschmeißt, scheiße. Aber ich sag, Kühler, Kit-Kabelbaum, alles natürlich drin. Aber es ist crazy, wie leicht die ist. Also Wahnsinn. Schönes Bike. Und Lackierung finde ich bei Honda immer wild. Also, geiles Ding. Steht beim Flo noch, aber ich glaube nicht mehr lange. So, was haben wir noch? Jede Menge Doppel-Rs. Doppel-Rs sind schon mal jede Menge da. Ist auch geil. Da steht die Street Fighter-Kolonne. Einmal in Rot, einmal in Schwarz. Kann man beides machen, ne? Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich wäre Team Schwarz. V4S, boah, die sieht auch schon gut aus. Guck dir das Team an. Ha, schon sehr schön. Sehr, sehr schön. So, und dann geht's hier ins Raceland. Seht ihr da oben, ne? Box 10. Hier ist noch mein Helm. Den habe ich ja direkt nach 3 Wochen weggeschmissen. Sehr schön. Das war richtig gut. Das war echt 1A, muss man sagen. Krieg neu gekauft, perfekt. Supertech R10, sehr geiler Helm. Werde ich auch bald nochmal in Ruhe was zu sagen, aber es ist wirklich der neue Elbpanzer-Helm ist wirklich krank gut. Also allein schon, dass er den Sturz so überlebt hat, ne? Das ist schon gut. Sehr geil. So, und dann schaut her. Hier liegen unsere ganzen Matten von der ganzen Box 10. Die müssen wir mal verteilen. Und da ist das Schätzchen. Da ist es. Steht wieder ganz. So, und jetzt erzähle ich euch mal, was denn überhaupt alles kaputt war. Und ja, vor allen Dingen, ob wir es denn wieder hinbekommen haben oder nicht. So, Lederkombi-mäßig war es so, dass die Lederkombi eigentlich gar nicht viel abbekommen hat. Da ist nur der Ellenbogenschutz rausgebrochen. Nicht der Ellenbogenschutz, der Ellenbogenschleifer. So, quasi das Ding. Das habe ich jetzt von der Kombi geklaut. Und an meine da hinten einfach dran gemacht und die fahre ich wieder. Die ist irgendwo aufgerissen oder sowas. Und ja, das ist jetzt erstmal der Stand. Jetzt schiebe ich die Kiste mal runter, dann zeige ich es euch nochmal. Und dann muss ich noch ein bisschen heute was machen. Ich sehe gerade auch noch hier die Spiegelkappen, da sind sie, muss ich noch drauf machen. Ja, aber sonst würde ich sagen, wird das. Schön. Wir schieben es mal runter und dann zeige ich euch das Ding mal. Dann zeige ich gleich Flo's Karre und dann schmeißen wir das gleich mal an. Le Bock. Okay, ich dachte gerade auf entspannt, ich schiebe das Moped da rein. Nein, es ist alles voller Reifen.
aber die kommen immer geil verpackt. Power Performance Slick in Soft und diesmal haben wir auch die 24er Mischung, die länger halten soll, da sind wir auch gespannt. Deswegen, ich räume jetzt erstmal alles da hinten hin. Auf jeden Fall ein paar Reifen am Start. Erstmal moin hier. Moin, Alter, bist schon fleißig. Alles gut. Läuft. Haben wir das schon gezeigt hier? Das Kümmel oder das Schild? Na, das Schild, ja. Das hätte nur nach oben füllen. Also. Wie groß ist das Müsli heute? Muss auch mal gezeigt werden. Magere Schale. Oh, das ist kleiner. Das ist Diätportion. Das ist nur ein halber Kilo für dich. Nur ein halber Kilo. Also, wenn ihr wüsstet, was der für ein Müsli immer gezimmert, da essen manche 5 Tage dran. Ja, aber die Wand sieht super aus. Ja. Boah, das ist schön. Und gut. Da oben Padmas Moped. Da oben steht noch eine Doppel-R von Padma. Mit der ist der einmal 37 in Oschersleben gefahren und seitdem steht sie da oben. Seitdem steht sie da oben. Aber sie hört dazu, sie hört zum Laden wieder Schild. Ne? Das Coole ist halt, ne, da hat ja auch keiner seine Zeit von uns bis jetzt geschlagen. Also kann er sich auch so lange stehen lassen. Doch, du bist auch eine 37 gefahren. Aber ja, okay, müssen wir mal aufs Detail gucken, ob das ein bisschen schneller war. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Also muss jetzt erst einer schneller fahren, damit er sie wieder rausholt und dann schneller als wir fahren. Ich habe gerade schon Mopeds umgezeigt. Hm. Oh, boah, geil. Ja, vor allen Dingen Honda, ne? Ja, ist natürlich. Ist schon ein Highlight, ne? Gerade ist auch. Von den Mopeds, die hier sind, ist auch echt, ich denke, eine recht gute Auswahl. Ne? Ja. Raceland ist voll. Street Fighter auch, habe ich auch gerade schon gezeigt. Boah, schon schöne Mopeds, ne? Ey, in schwarz. Ich habe gerade gesagt, wir schieben jetzt mal die Pani runter, dann gucken wir uns deine gleich mal an. Dann gibst du mal ganz kurz Update zu deiner. Auf jeden Fall. Und wir haben was. Glaub ich, schon unten. Du suchst noch weiter Verstärkung hier unten, ne? Richtig. Wir brauchen einen Verkäufer hier. Einen weiteren. Ein was? Einen weiteren. Wir brauchen einen weiteren Verkäufer. Genau. Richtig. Am besten jemand, der aus der Branche kommt, der weiß, was hier los ist, der ein bisschen Bock auf Mopeds hat, genau. Und weiß, was er erzählt. Wenn irgendjemand dabei ist, anrufen, genau. Schreiben, was auch immer, meldet euch bei uns und ja. Wird cool. Packen wir unten in die Beschreibung, ne? E-Mail-Adresse. 100%, ja. Einfach bewerben. Einfach bewerben. Wie auch immer. Hauptsache, du bewirbst dich. Jetzt. Geil. Sofort. Ganz oft. Ganz, ganz viel Spaß. So, runtergeschoben den Bock. Da steht er. Sagen wir mal kurze Erklärung, was nach Aragon alles passiert ist und eine Bestandsaufnahme, wie es jetzt aussieht. So, da steht der Hobel, ja? Also, was war nach Aragon alles kaputt? Klar, die linke Verkleidungshälfte, die Kanzel, die Scheibe, der Stummel, der Hebel, war natürlich alles gekauft. Wing selbstverständlich auch, obwohl, jetzt kommt's, der war noch in der Verkleidung, das war rausgebrochen, drin. Also den Wing ist der vom Unfall. Ja, man munkelt, man sieht es ein bisschen. So. Also, das war erstmal der Fakt. Dann war es so, dass wir die Kiste mit dem neuen Stummel und alles ausgerüstet haben und dann angeschmissen haben und es war im Dash die Motorkontrollleuchte an. Ja, nicht optimal. Es war der Notlauf drin, noch schlechter. Und es war die Kontrollleuchte sowieso an wegen irgendeinem anderen Fehler. Aber jetzt kein systemrelevanter, dass dann nichts mehr läuft, sondern sowas wie Rücklicht nicht abgeklemmt oder sowas, also mit dem Gegenstecker. Aber halt Notlauf war drin. So, warum war der Notlauf drin? Halt mit Markus von Rhein-Sieg telefoniert und er so, ja, also wenn der Notlauf bei so einer Karre drin ist, dann scheiden sich wieder die Geister. Viele gesagt, ja, Sturzsensor und sowas, aber die lief ja noch, als ich da hinkam. Das heißt, eine Panigale V4, VVS, was auch immer, VVS P2, egal was, die haben keinen Sturzsensor. So, das ist, gibt's nicht, ja. Und das heißt, die liefen, als ich da hinkam, aber dann haben wir die Onboard analysiert, genau. Und als ich gestürzt bin, genau in dem Moment, wo die Kiste aufklatscht, geht die Motorkontrollleuchte an. So. Also, was war los? Der Markus sagt, 99% der Fälle, wo der Notlauf mal drin ist, bei V4-Dingern, ist es der Gasgriff. Ich so, der Gasgriff? Komisch, weil da sind wir halt nicht drauf geklatscht. Die rechte Seite ist wie neu. Gasgriff hat nichts abbekommen. Und er so, ja, das ist echt komisch. Guck mal, Radsensor, guck mal hier, Kupplungsschalter, hier der Geber für Kupplungssignal. All sowas an, die Abstände von den Radsensoren, ob da vielleicht irgendwas ist. Aber eigentlich sagt er, das ist Gasgriff. Ich so, Gasgriff, kann es eigentlich nicht sein, egal. Auf jeden Fall haben wir da schon mal keinen irgendwie einen Weg gefunden, wo wir gesagt haben, so, das wissen wir, sondern Tester haben wir nicht. Also wie sollen wir da irgendwas finden, Elektronikproblem, DTC war am Leuchten, war komplett Elektronik-Kirmes drin. Ne? Dazu kam, dass wir dann gesagt haben, okay, Aragon, fahren wird schwer. Also noch 2 Tage jetzt auf Hauruck, keine Ahnung, was wir mit Elektronik machen, wie wir da überhaupt drankommen, was überhaupt kaputt ist, ist auch dann echt gefährlich sowas, ne? Wir fahren nach Valencia und gehen dann da zu Ducati Valencia, versuchen auch da eine Verkleidung noch irgendwie per Telefon vorher aufzutreiben und all sowas und lassen die dann nach dem Elektronikfehler gucken, zumindest mal einen Tester anschließen, dass wir wissen, was es ist.
Dann war der Abend gekommen, wir haben sie nochmal rausgeschoben, da war nämlich ein Ducati-Meister von Ducati Melle, glaube ich, da. Netter Typ, danke nochmal für die Hilfe, hat auch mal nachgeguckt. Und er sagte auch so, ja, ohne Tester schwer. Aber als wir sie rausgeschoben haben, ihn dann mal geguckt haben lassen und er hat nämlich, haben wir sie nochmal angeschmissen, lief ein bisschen Kühlwasser raus. Und wieso, wo kommt das denn jetzt her? Also, da war Kühlwasser vor einmal im Spiel. Und ich so, Kühlwasser, wir hatten ja schon den Tank schweißen lassen. Und dann kam vor einmal Kühlwasser. Und dann haben wir geguckt, H2O-Kühler, Mini-Lack. Ja gut, dann war halt so, der Typ, der den Tank geschweißt hat, meinte, ja, ich schweiß dir auch den Kühler. Ich so, Alter, jetzt geht's hier aber los. Elektronikproblem, Kühler schweißen und alles so. Das waren so viele Unbekannte, dass wir irgendwann gesagt haben, ey, das ist, glaube ich, nicht wert. Vielleicht soll es auch einfach nicht sein. Keine Ahnung, das war dann irgendwie was zu viel. So, jetzt hat sich alles eigentlich geklärt. Dann sind wir nach Hause gekommen. Das Erste, was wir gemacht haben, haben wir die Karre nochmal angeguckt. Sind im Kopf durchgegangen, was passiert ist. Haben das Video nochmal angeguckt. Und wir hatten beim Einschlag, also ich, extremes Lenkerschlagen. Ne? Von rechts nach links haben nochmal Lenkanschläge geguckt. Der rechte war eh schon ein bisschen angeknackst vom Sturz vom Vorbesitzer. Ich hatte ja neue Lenkanschläge, diese RMG-Dinger reingemacht. So, und dann sind wir darauf gekommen, dass vielleicht das Kabel vom Gasgriff einen Weg hat. Aber ja, hat's das? Schwer. Haben wir geguckt. Vor allem siehst du da so eine Mini-Dötsche. Dann war es so, zeige ich euch jetzt. So, ich muss jetzt sehen, dass ihr seht. Also dieses Kabel hier, was ich jetzt mittlerweile hier mit dem Kabelbinder am Lenkungsdämpfer unten festgemacht habe, das lag hier frei. So, und beim Lenkerschlagen ist das zwischen diesem Halter von Spider für den Lenkungsdämpfer und hier, ne, quasi Geweih, keine Ahnung, was das ist, Ansaugtrakt da, auf jeden Fall in der Mitte, hat sich das eingeklemmt und hat ein Kabel durchtrennt im Gasgriff. Also genau hier drin. Aber da seht ihr das, da. Da war ein Kabel durchtrennt. Aufgeschnitten, geguckt, Kabel durchtrennt, angelötet, alles weg. Das war der Fehler. Also, Motorkontrollleuchte aus, wir haben nochmal Fehler gelöscht und sowas, aber halt, es war auch die Kommunikation vom Steuergerät, war zu lange stand da. Also irgendwas, das war der Fehler, aber der hätte uns so auch nichts gesagt. Auf jeden Fall wieder angelötet, Notlauf raus, Motorkontrollleuchte aus, Fehler hier unten rechts, das Ding für Fehler auch aus, also alles aus, Elektronik behoben. Blieb noch der Kühler. Kühler. Ich so, Kühler, okay, krass. Alle angerufen, mein Onkel, der hat ja auch eine Moped-Werkstatt und ist ein richtiger Hardcore-Schrauber. Und er so, ich habe jemanden in Düsseldorf, der ist Kühlerbauer. Der baut Kühler selber, auch für Autos und all drum und dran. Wenn einer es kann, dann der. Ich so, top, alles klar. Hingefahren, dem den Kühler gegeben. Der so, mache ich, kein Problem. Den markiert. Und er so, der hat 2 Sekunden den Kühler gesehen und meinte, ah, guck mal, hier wurde der schon mal werkseitig geschweißt. Ich so, was wurde der? Der ist neu. Der so, erst normal. Die kommen aus dem Werk, dann sehen, drücken die selber nochmal ab zur finalen Prüfung, sehen, da ist ein bisschen was und löten die sogar nach der Produktion nochmal nach. Ich so, ah, gut zu wissen. Auf jeden Fall ruft er mich an und sagt, Daniel, wir haben ein Problem. Ich so, ein Problem hört sich schon mal gar nicht gut an. War es doch ein teurer Sturz, Kühler kaputt. Der so, nee, der Kühler ist dicht. Ich so, was ist der? Der so, ich habe den 3 Stunden abgedrückt mit allen Drücken, die es gibt und mir ist angeguckt, der ist dicht. Ich so, das ist schlecht. Flo angerufen, ich sag, der Kühler ist dicht. Der so, scheiße. Ich so, ja. Das heißt, wir wissen nicht, wo kam das Kühlwasser her. Also es kam ja aus dem Kühler. Es ist auch im Kühler runtergelaufen. Aber vielleicht war es auch Waschwasser. Aber es war Kühlflüssigkeit. Vielleicht war es auch Kühlflüssigkeit von, wo die lag. Ist ein bisschen übergelaufen und dann später nochmal rausgelaufen. Wir wissen es nicht. Karre hier im Stand ewig warm laufen lassen und es kommt nichts mehr raus. Also Kühler dicht. Ist auch gut so. Ne? Getestet, abgedrückt, ist Sicherheit wichtig. So, das waren die Sachen. Jetzt haben wir noch eine Sache. Und zwar haben wir hier. Ich hatte die Fußraste und alles schon wieder dran gebaut. Dann habe ich gesehen, dass die Fußraste war schwergängig. Geht in diesem Kugelkopf hier. Oh, ihr seht nichts. In diesem Kugelkopf hier ist ein bisschen Dreck drin von dem Sturz, weil ich auf der Wiese gestürzt bin. Und ihr seht schon, der geht übel schwer. So, das heißt, den mussten wir neu machen. Haben wir jetzt bestellt. Der hat ein bisschen Lieferzeit. Der kommt aber jetzt nächste Woche und dann war es das. Ansonsten hat die Kiste echt nicht viel abbekommen. Ja, ich habe sie sauber gemacht ohne Ende. Das habe ich mir neu geholt. Das war ein bisschen verkratzt. Was mag ich ja gar nicht. Der Bug, das Einzige, was der Bug vom Sturz hat, ist das hier. Das ist unfassbar, oder? Ja, ich würde sagen, das war's soweit. Sonst steht die Kiste halt, wie gesagt, sehr gut da. Also, Testlauf haben wir gemacht. Jetzt müssen wir eigentlich nochmal irgendwo Probe, also ein bisschen fahren. Wenigstens mal so 100 Meter und einmal schalten, ob der Gangsensor und sowas alles geht, weil da ist er halt auch drauf gerutscht und so. Ich habe noch ein paar neue Felgen, und zwar die ich beim Moped drauf war, als ich die gekauft habe. Die habe ich lackieren lassen. Zeige ich euch gleich. Und ja, ich würde sagen, jetzt gucken wir uns gleich mal Flo's Bike an. Und dann schraube ich hier ein bisschen weiter. So, da steht nämlich noch die SP2, die mache ich gerade noch fertig für den Sommer. Da bin ich nämlich immer noch nicht gefahren, die kriegt neue Reifen. Die haben nämlich auch schon was gesehen. Da hatte ich ja Sachen geklaut, wie die Fußrastenanlage und sowas. Da hatte ich so Sachen vom Tank hier noch geklaut für die V4S. Und das habe ich jetzt alles wieder neu dran gebaut. Und jetzt ist die bald fertig, um auf der Straße zu fahren. Und da steht Le Bock, der so abgeliefert hat in Spanien. Echt geil. Neue Reifen sind drauf, Michelin Power Performance Slick in Soft vorne und hinten.
Das ist der 60er Querschnitt. Ne? Ja, Kiste sieht super aus. Ölwechsel, Flüssigkeiten, alles neu, alles mal nachgeknackt. Wunderbar. Die Kiste läuft so wie ein Brett, das ist unfassbar. Ja, ich würde sagen, bisschen Schrauben jetzt. Felgen, muss ich euch zeigen. Also, die waren ja bei der V4S drauf, als ich die gekauft habe. Und die waren schwarz und ein bisschen im Kiesbett gewesen, deswegen überall so ein bisschen gedetscht. Und jetzt habe ich sie lackieren lassen. Ganz gut geworden. So, da stehen die Dinger. Guckt euch an. In Silber. WSBK-like. Vorm Gösserkasten. Passt perfekt. Und da schmeiße ich jetzt noch Bremsscheiben drauf. Die habe ich nämlich auch noch gekauft. Noch ein paar Brembo Supersport. Die stehen, ich glaube, hier hinter. Oder? Yes, da sind sie. So, und so sieht das jetzt aus. Aber gut geworden, oder? 80 Euro, das Lackieren. Schon ganz geil. So, und das ist der Stand. Jetzt haben wir Samstag und am Donnerstag geht's 3 Tage nach Most mit der ganzen Truppe. Carsten, Steve, Kenneth, Micha, Flo, ich. Bene kommt mit, macht da Track der Schule. Also wird wild, wird richtig wild. Ich würde sagen, ja, soweit, so gut. Jetzt mache ich weiter mit der VVS und melde mich gleich nochmal. So, ein paar Stunden später, alles soweit nachgeknackt, also alles hier, Drehmomentkontrolle habe ich gemacht, habe noch die Spiegelersatzkappen da, wo Spiegel drin sind, alles noch dran gemacht. Wie gesagt, alles mal nachgeknackt, suche immer noch die Schrauben von den originalen Bremsscheiben, weil die finde ich gerade nicht. Muss ich nochmal suchen in der Garage, weil ich muss die neuen Felgen vorbereiten, da kommen auch noch Reifen drauf. So, ansonsten war es das. Jetzt geht es am Donnerstag nach Most. Wir sind gespannt. Wir sind sehr gespannt. Ja, ich würde sagen, das nächste Video ist dann Anreise Most und abends mal alles aufbauen und mal checken, wie es da so aussieht. Die ganzen anderen Chaoten treffen und so. Ich würde sagen, wir schieben sie jetzt mal raus. Dann gibt es noch einmal Radau und dann war's das. So, das war's, Freunde der Sonne. Wir sehen uns am Donnerstag zur Abfahrt. Oder? Alter, sowas von. Hast du Bock? Alter. Ja. Ey, es brennt so krass. Ne? Wir haben beide Bock. Wo wir jetzt stehen, ich würde sagen, so viel ist gar nicht mehr zu erzählen, weil du hast gar nicht mehr so viel an deiner. Du hast Flüssigkeit neu gemacht, ne? Flüssigkeiten haben wir neu gemacht, Reifen haben wir neu gemacht, ja. Schraubenkontrolle gemacht und feuerfrei. Und feuerfrei. Schnell soll es sein. Schnell soll es sein. Most, wenn ihr schon mal wart, schreibt gerne mal rein, ob das wild wird. Wir glauben, es wird wild. Mein Ziel ist relativ einfach. Mal sitzen bleiben. Dein Ziel. Ja, das wird ja passieren. Ja, das ist ja auch. Aber so nach dem Sturz, mal gucken, wie das dann so ist mit. Bisschen Kopfwickerei. Ich denke auch. Mal gucken. Ich weiß es nicht. Kann auch sein, dass es einfach richtig gut wird. Auf jeden Fall, wichtigste, nicht hinterm Flo rausfahren. Weil es könnte in die Hose gehen. Das lassen wir. Hinterm Carsten. Der ist immer weg. Der Carsten ist immer weg. Flo ist zu langsam. Oh, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Anregungen habt, Kommentare, uns Glück wünschen wollt in Most oder auch was zu Most schreiben wollt, wo wir darauf achten sollen, gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video, Leute. Bis dann. Ciao.